Noch immer ist unser Verkehrssystem stark auf das Auto ausgerichtet. Mit dem Auto kommt man jederzeit überall hin. Wer umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzt, hat dagegen an vielen Stellen das Nachsehen. Schmale Fußwege, auf denen sich Fußgänger kaum begegnen können, liegen neben breiten Fahrbahnen. Radwege, wenn überhaupt vorhanden, enden abrupt. Auf vielen Relationen brauchen öffentliche Verkehrsmittel viel länger als das Auto oder es gibt kein verlässliches Angebot. Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr sind daher dringend notwendig, erfolgen aber nur langsam. Weiterhin dominiert bei Planung und politischen Entscheidungen die Autoperspektive, obwohl die negativen Auswirkungen des Autoverkehrs bezüglich Flächenverbrauchs, Lärm und Emissionen bekannt sind. Ein Bündnis aus Umwelt- und Verkehrsinitiativen will, dass umweltfreundliche Verkehrsmittel in Hessen eine höhere Priorität bekommen. Dazu haben sie einen Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Verkehrswende erarbeitet. Der Gesetzentwurf soll mit Hilfe eines Volksbegehrens in den Hessischen Landtag eingebracht werden. Als erster Schritt dazu wurden innerhalb eines Jahres über 70.000 Unterschriften gesammelt von Menschen, die den Gesetzentwurf befürworten. Anlässlich der symbolischen Übergabe der Unterschriften an den hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am 28. August 2022 fand in Wiesbaden eine Podiumsdiskussion zum Thema Verkehrswende statt. Sehen Sie jetzt einige Ausschnitte daraus. Frau Hamann, was muss passieren? Hallo, guten Tag. Ganz klar, kurzfristig muss es ein ambitioniertes Klimaschutz-Sofortprogramm geben, so wie es im Klimaschutzgesetz vorgesehen ist. Und der Bundesverkehrsminister hat diese Vorgaben nicht erfüllt, das hat der Expertenbeirat gesagt. Und ich finde, das gibt es nicht so oft, dass ein Minister die eigenen Gesetze ignoriert. Das finde ich schon ein starkes Stück. Also, ein Klimaschutz-Sofortprogramm, das den Namen verdient, das bis 2030 die CO2-Reduktion vorsieht. Ich will nur drei Maßnahmen aufzählen. Natürlich Ausbau ÖV, ganz schnell geht mal ein Tempolimit, das tut gar nicht weh und kostet nicht viel. Und weitere Maßnahmen, dass man auch entsprechend den Kfz-Gebrauch natürlich entsprechend, ich sag mal, besteuert. Da gibt es verschiedene Sachen, Bonus-Malus-Regelungen, zähle ich alles nicht auf. Also ÖV ausbauen, Radwege, Autoverkehr fair besteuern. Tempolimit läuft, geht ganz schnell. Und natürlich Straßenverkehrsgesetz ändern, dass die Kommunen ganz viel mehr Freiheit haben, selber zu entscheiden, wo sie in der Stadt Tempo 30 machen, wo nicht, wo sie Verkehrsberuhigung und Radweg machen. Und das wollen alle Kommunen, unabhängig davon, welcher Couleur der Bürgermeister angehört. Und zweitens, ganz kurz, langfristig brauchen wir unbedingt, ich will mal sagen, so etwas wie das Pendant hier, dieses hessischen Gesetzes, was vorgeschlagen ist, nämlich ein Bundesmobilitätsgesetz, der VCD, hat das entworfen, auch mit juristischem Beirat und unter Zuhilfenahme aller Mitglieder in unserem wissenschaftlichen Beirat. Und das sind zwei Sachen. Gemeinwohlziele müssen in den Verkehrsbereich, in den Gesetzestext. Also Umweltziele, Gesundheitsziele, auch die Ziele, flächensparsam zu sein, etc. pp. Das muss endlich Grundlage sein. Zwar nicht das Grundgesetz, aber das muss der Rahmen des neuen Verkehrsrechts werden. Und zweitens, sehr technisch, wir brauchen eine verkehrsträgerintegrierte Planung für die ganz langfristigen Vorhaben. Bahnvorhaben dauern 18 Jahre, 16 Jahre und deswegen müssen wir jetzt schon heute gucken, wenn wir bis 2030, 50 so und so viel Bahn haben wollen, wie man das plant. Und nicht immer gucken und sagen, für die Bahn ist kein Geld da, aber diese Autobahn, die müssen wir eben noch zu Ende bauen, wie sie jetzt im Bundesverkehrswegeplan stehen. Also Klimaschutz-Sofortprogramm ambitioniert, Bundesmobilitätsgesetz und hier in Hessen, das haben meine Kollegen gesagt, also dieses Gesetz finde ich toll, was vorgelegt wurde. Es ist wirklich alles Mögliche drin. Und schön, dass Sie zugesagt haben, Herr Minister, das gucken wir uns gerne an. Ja, ich glaube, man wird auch genau darauf gucken hier, dass es auch hoffentlich nicht zu sehr verwässert wird, wie es auch in manchen Radverkehrsgesetzen in anderen Bundesländern passiert ist. Danke. Der Bund macht seine Hausaufgaben nicht. Der Bund ist für die ganze Rahmengesetzgebung, die Verkehrswende relevant ist, zuständig. Und hat sich da noch nicht ausreichend bewegt. Die Deutsche Umwelthilfe verklagt gerade den Bund. Sie hat bisher mehrfach erfolgreich Städte verklagt, endlich Verkehrswendeaktivitäten zu tun. Sie verklagt jetzt den Bund, dass er das tut, was klimapolitisch das Klimaschutzgesetz eigentlich fordert. Das Zweite, was mir wichtig ist, weil jetzt eine Fahrradsternfahrt stattfindet, die wir nachher hier begrüßen, Verkehrswende ist mehr als nur Radverkehr.
Ich würde mir wünschen, dass gleichzeitig eine Sternwanderung mit 10.000 Fußgängern stattfindet und dass gleichzeitig eine Sternveranstaltung mit Bussen und Bahnen stattfindet. Also Verkehrswende geht nur, wenn wir alle Verkehrsarten des Umweltverbundes in gleicher Weise ernst nehmen. Und deswegen ist der Prozess mit den Radentscheiden, die sind wunderbar für den Radverkehr, aber der Prozess muss eigentlich, und das ist das Wesen des VCD, er ist ein Verkehrsclub für alle Verkehrsarten, für alle Umweltfragen. Wir brauchen den Schulterschluss. Also wir müssen aufhören, was da vor Ort oft passiert, dass sich Fußgänger und Radfahrer sehr in die Quere kommen und dass, der Konkurrenzkampf um die Fläche dann auf dem Rücken der Schwächeren ausgetragen wird. Also mir geht es darum, das muss integriert sein. Mir geht es darum, dass der Bund aufhören muss. Das, was er im Moment tut, er realisiert im Autobahnbereich jede Menge Projekte, die aus den 80er und 90er Jahren stammen. Und die Verwaltungsgerichte in Leipzig haben entschieden, dass, wenn damals Klimaschutz noch keine Rolle spielt, dass man das den Projekten nicht vorwerfen darf. Natürlich muss man das den Projekten vorwerfen. Der Bund braucht ein Moratorium, wo alles das, was klimapolitisch falsch läuft, endlich beendet werden muss. Da kann man Milliarden und Abermilliarden sparen, die endlich dahin geschichtet werden müssen, wo wirklich Verkehrswende möglich ist. Und da bin ich beim Personal. Wenn wir uns einfach mal die Personalbesetzung der Straßenverwaltung sowohl bei Bund als auch bei Ländern, als auch bei Kommunen, als auch bei Landkreisen angucken, dann ist in der Regel die Personalbesetzung des Personals, was sich um Straßenbau und Autoverkehr kümmert, mindestens 10-mal so hoch wie die Besetzung der Leute, die sich um Fußverkehr, Radverkehr und öffentlichen Verkehr kümmern. Wir können doch nicht warten, bis der Professor Lanzendorf die nächste Generation von Planern für Busse, Bahnen. Nein, wir müssen die Leute umschulen, wir müssen die umsetzen, wir müssen endlich dafür sorgen, dass die Dinge schneller vorangehen, und dazu gehört Personal. Wir haben viel zu wenig Planungspersonal. Die Kommunalleute hier wissen das alles. Du schreibst 10 Fahrradplaner aus und du kriegst sie nicht. Es gibt sie nicht. Also müssen wir eben dafür sorgen. Und Fußverkehrsplaner gibt es noch viel weniger. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen umgeschult wurden, dass Weiterbildung gemacht wird. Und das gilt für alle Ebenen. Sowohl der Bund als auch die Länder als auch die Kommunen müssen Haushalte und Personalbesetzung absolut verkehrswendetauglich umschichten. Das ist eine große Aufgabe, aber die müssen wir angehen. Ich bin auch irgendwie nicht mehr bereit hinzunehmen, dass gesagt wird, das wird schon alles irgendwie besser werden. Eine kleine Nuance noch vielleicht zu den Bedeutungen der Radentscheide. Es geht hier um die Verkehrswende, es geht um Mobilitätswende, es ist wesentlich breiter. Für mich haben Radentscheide was ganz Neues bewirkt, jenseits des Verkehrsmittels. Die haben nämlich alte, verkrustete Strukturen aufgebrochen. Ich habe 20 Jahre lang gehört, Fahrradförderung ist etwas, was alle Parteien, alle Verwaltungen, alle Bürgerinnen und Bürger eigentlich ganz gut finden. Wollen wir doch eigentlich alle. Aber es ist nichts passiert. Das ist erst in dem Moment richtig ins Rollen gekommen, als die Stadt Berlin diesen Radentscheid hatte und viele Kommunen dem nachgefolgt sind. Und deswegen stehen wir ja letztlich hier, weil auch auf Landesebene da viel getan werden kann. Also ich glaube, wir müssen irgendwie dieses Thema Institutionen, und damit meine ich nicht nur die Personen, die dort arbeiten, auch so alle Prozesse, die wir haben, wie wir Geld verteilen. Es gibt eine Wahnsinns-Geldmaschine, Heiner Monheim hat es angedeutet. Der Bundesverkehrswegeplan ist mit x Milliarden jedes Jahr vollgestopft. Das ist ein riesen Haushaltsbudgetmittel, weil jedes Jahr gibt der Bund Milliarden, Milliarden, Milliarden für den Neubau aus. Und es ist nur die Frage, wofür er es ausgibt, ob es Eisenbahn ist oder Straße oder Neubau oder Ausbau oder Reparatur. All dieses Geld könnten wir für Verkehrswende brauchen. Und das letzte Punkt, was genau ist das? Also ich glaube, wir haben die größten Erfolge dort, wo das vor Ort passiert. Also wir haben in den Kommunen, in den Großstädten, wir haben vor Ort viele Erfolge mit Verkehrswende. Wir wissen mittlerweile, dass das eigentlich alles viel anders auch geht. Wir haben da viele Erfolge in den letzten Jahren gehabt. Dafür brauchen wir Geld, das habe ich gerade aufgezeigt, wo das Geld herkommen kann. Wir brauchen dafür politischen Willen. Dafür sind wir heute, glaube ich, alle hier und alle, die unterschrieben haben. Ich glaube, dass das die Politik auch unterstützt, solche Politik zu machen. Und letztlich, wir haben wahrscheinlich keine Zeit, bis all die Verfassungsrahmenbedingungen so geschaffen sind, wie man Verkehrspolitik gescheit machen könnte. Sondern wir müssen halt heute anfangen. Und ich glaube, man kann heute auch schon sehr, sehr viel tun. Viele Kommunen zeigen das, also viele sind aufgebrochen, das zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass halt
der Weg dahin, das zu unterstützen, sehr wichtig ist. Also sprich, wir müssen all denen, die Veränderungen wollen, die Dinge verändern wollen, Kommunen, Länder, Initiativen, die Mittel dafür geben. Also sprich, wir brauchen Experimente, wir müssen ausprobieren, wir machen Fehler dabei, aber wir ändern unsere Städte damit. Und das ist der allerletzte Punkt. Es geht nicht nur um Verkehr. Das hat man mit diesem Verkehrsthema ja immer so drin. Ich rede lieber von Mobilitätswende, weil es geht darum, wie wir Städte bauen, wie wir die gestalten. Es geht darum, wo wir leben. Und wir können nicht gut in Städten leben, wenn uns Riesenstraßen, Rieseninfrastrukturen die alltägliche Lebensqualität kaputt machen. Erst auf die Straße gehen, wie bei den Radentscheiden, dass das einsickert irgendwo. Sie haben interne Sicht, Sie kennen das Verkehrsministerium. Woran hapert es? Ich habe interne Sicht und ich will Stichwort sagen, ich habe deshalb genickt, weil die richtigen Punkte angesprochen wurden. Mal ein Beispiel, Personal, genau das ist es. Ja? Ich habe, als ich ins Ministerium kam, da gab es kein Referat Nahmobilität. Ja? Das habe ich gegründet, um dann Leute, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, zu sagen, und dann muss man die erstmal finden, suchen, mit allem, was dazugehört. Es gab keine Fördermittel dafür. Wir haben das Mobilitätsfördergesetz geändert und haben gesetzlich festgeschrieben, erstmal halbe, sozusagen Fördermittel für die Kommunen, eine Hälfte Straßenbau, andere Hälfte ÖPNV. Vorher war das anders und ehrlicherweise muss man sagen, die Straßenbaumittel werden ja teilweise auch für Rad- und Fußwege eingesetzt. Also ist es quasi 60% Umweltverbund, 40% motorisierter Individualverkehr. So, das sind sozusagen Prozesse, wie man das verändert. Ich habe zuallererst mal eine Förderrichtlinie Nahmobilität eingeführt. Wir haben 25 Millionen Euro im Jahr, wo die Kommunen Zuschüsse bekommen können, weil 88% aller Radwege, fast alle Fußwege sind ja kommunal, die mache ja nicht ich, sondern da muss man am Ende sagen, über Fördermittel auch vor Ort Magistrate, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Stadtverordnetenversammlungen überzeugen. Und wenn die immer sagen können, die Hälfte davon zahlt das Land, geht es meistens einfacher, als wenn die das alles selbst finanzieren müssen und. Ich gebe auch offen zu, auch ich bin manchmal fürchterlich ungeduldig, wenn ich sehe, also als ich die Dialogprozesse für die Schienenstrecken angestoßen habe, der allererste, den ich gemacht habe, war Frankfurt-Fulda, da habe ich diesen Zeitstrahl gesehen und habe dann gesehen, wenn alles perfekt läuft, bis die ICE-Strecke fertig ist, 25 Jahre. Und da denke ich mir, das kann eigentlich alles nicht wahr sein. Auf der anderen Seite ist es so, teilweise hat es auch was damit zu tun, dass es uns, müssen wir ehrlicherweise zugeben, noch nicht gelungen ist, genügend Menschen zu überzeugen, die dann auch, wenn schwierig wird, zu sagen, das weitertragen. Ich will das vielleicht auch mal an einem Beispiel hier sagen. Wir sind hier in Wiesbaden. Wir hatten ein super Reaktivierungsprojekt für die Ahrtalbahn. Da wäre nämlich eine Straßenbahn bis nach Bad Schwalbach gefahren. Wir hatten die Situation, dass die einzige Landeshauptstadt in Deutschland, die keine Straßenbahn hat, ein Projekt hatte, wie hier wieder eine Straßenbahn kommt. Jetzt müssen wir leider feststellen, dass über 60% der Bürgerinnen und Bürger das im Bürgerentscheid im November 2020 abgelehnt haben. Also müssen wir überlegen, wir als Politik und wir als diejenigen, die wissen, wo wir hinwollen, wie schaffen wir es, an dieser Stelle noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich dann auch bei Wahlen und Abstimmungen dementsprechend verhalten. Und ich will das nochmal sagen, Stichwort Tempolimit. Die erste Prognose, wir werden es noch erleben. Das ist so ähnlich wie mit dem Rauchverbot in der Gastronomie. Da haben wir auch gedacht, es kommt nie. Dann kam es und als es dann mal da war, konnte sich kein Mensch mehr vorstellen, welchem Irrsinn wir uns mal ausgesetzt haben. Also wir werden es noch erleben. Zweitens, bei der letzten Bundestagswahl hat leider die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Parteien gewählt, die es nicht wollen. Es gibt ja im Deutschen Bundestag eine Mehrheit aus CDU, CSU, FDP und AfD, die explizit kein Tempolimit wollen. Das ist das Problem. So, und dementsprechend müssen wir am Ende sagen, weiter ungeduldig bleiben, Druck machen und immer mehr Menschen davon zu überzeugen, um da noch mehr Schwung reinzubringen. Herr Professor Monheim, liegt es an dem, Sie wollten eben schon so zucken, aber liegt es an der Lethargie der Menschen, an den Routinen? Ach, wir nehmen mal schnell das Auto und das machen wir immer schon so. Und ich bin auch eine Generation, wir haben mit 18 das Autofahren als Befreiung empfunden. Das war ein Freiheitsschlag im Vorort. Das liegt da, das ist wahrscheinlich das Problem. Aber, also die Bürgerinnen und Bürger sind mein kleinstes Problem. Ich habe in meinem Leben sicher 500 Bürgerversammlungen oder mehr mitgemacht und habe immer wieder erlebt, es gibt eine große Sehnsucht nach besser funktionierenden Verkehrsverhältnissen.
Niemand hätte gerne die doppelte Menge Autos vor der Haustüre. Niemand würde sagen, hier, die Bäume müssen alle weg, da müssen wir Parkplätze. Also es gibt eine große Sehnsucht. Mein Problem sind eher die Administratoren wieder auf den drei Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, wo die Fantasie erstens fehlt. Nehmen wir nochmal das Stichwort Bäume. Bäume sind die wichtigste Klimaanlage, die es gibt. Schatten und Sauerstoff. Wir haben nirgendwo Programme, bis auf ganz wenige Städte, wo tatsächlich tausende Bäume auf Vorrat für jedes Jahr 1000 Bäume in die Straßen. Sowas brauchen wir überall bundesweit. Wir brauchen eigentlich ein Bundesbäumeprogramm, mit dem der Bund wird sagen, habe ich nichts mit am Hut. Aber es ist das Effizienteste, wenn wir dann elektrische Anlagen dafür machen würden. Wird der Bund wieder sagen, ja, da sind wir für zuständig. Der soll endlich kapieren, dass im Klimawandel diese ökologischen Zusammenhänge beachtet werden. Und jetzt, ich schimpfe mit dem Bund, obwohl ich 16 Jahre auf der Bundesebene gearbeitet habe in den 70er und 80er Jahren. Der Bund lässt die Kommunen überall im Stich. Also mit der Tempo-30-Thematik sind inzwischen 270 Städte und Bürgermeister, die dem Bund sagen, verdammt nochmal, gibt uns den Spielraum, dass wir das machen können. Und dann ist jede Straßenverkehrsbehörde, sobald du auf einer Bundesstraße ein lineares Tempo 30, die ganze wird dir wieder nicht erlaubt. Also wir haben einfach so viel Ignoranz auf der Behördenseite, dass man verzweifeln könnte. Jetzt sind 275 Kommunen, sind ja nicht ein Klacks, aber da bewegt sich der Bund nicht, weil das ein Tabuthema ist. Und deswegen ist meine Hauptansage, lassen wir aufhören, das Thema immer ideologisch zu diskutieren. Die Verkehrswende klappt da am besten, wo alle Parteien einen Konsens darüber haben. Also wo, egal ob jetzt so eine Mehrheit oder so eine Mehrheit, wo kontinuierlich an dem Thema gearbeitet wird, kann man in Freiburg sehen, kann man im Münsterland sehen, kann man an vielen guten Beispielen sehen. Und leider ist das eben nicht so, sondern wir diskutieren das meistens mit Schaum vor Mund und der eine haut den anderen über den Kopf. Also raus mit der Ideologie, pragmatisch. Das, was nötig ist, wir müssen nur den Rasen hier angucken, dann ist klar, wir brauchen etwas, was dem Klimawandel Einhalt gebietet und dazu gehören wirklich die Bäume. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, Bäume auf Bundesstraßen, Bäume an Autobahnen, Bäume überall, wo wir im Moment diese Probleme haben. Aber wir haben kein Bäumeprogramm, beziehungsweise es gibt einzelne Kommunen, Leipzig, wo Martin Lanzendorf lange gearbeitet hat, hat das Programm, 1000 Bäume jedes Jahr in die Straßen zu bringen. So, da kommt ganz schnell was zusammen. Also, Ökologie endlich ernst nehmen. Vielleicht kommt fast das Gleiche raus, wie was Heiner Munam gesagt hat. Aber ich würde sagen, es ist notwendig, bei der Bevölkerung oder mit den Bürgerinnen und Bürgern doch ein bisschen mehr zu sprechen an der Stelle. Also ein bisschen darauf einzugehen, was genau das Problem ist. Also wir haben in Frankfurt relativ viel jetzt gemacht zur Akzeptierbarkeit von Veränderungen im Straßenraum, um genau zu sein, wie sieht das denn eigentlich aus mit den Parkplätzen im Straßenraum? Stimmt das denn eigentlich, dass alle dagegen sind und dass das große Chaos ausbricht, wenn wir da einen Stellplatz wegnehmen wollen? Wir kennen das alle aus den Zeitungen, das passiert immer wieder, dass man genau diese Diskussion hat. Und wir haben da in mehreren Studien jetzt repräsentativ befragt, in den Quartieren, wie sieht es denn eigentlich aus? Also wenn wir die Stellplätze vor eurem, nicht direkt vor der Haustür, aber in eurem Wohnquartier, in eurem Wohnumfeld wegnehmen und wir machen dafür einen Fahrradweg hin. Oder wir nehmen die Stellplätze weg und machen dafür Grünflächen hin. Oder wir nehmen Stellplätze weg und machen dafür Freiflächen, sei es mit Gastronomie oder ohne Gastronomie oder alles Mögliche haben wir als Alternativen erfragt. Und die große Überraschung war die, das waren innenstadtnahe Quartiere, aber das Ergebnis ist eigentlich immer das Gleiche. In dem Moment, wo wir fragen, denn dafür machen wir irgendwas Attraktives hin, dann ist die Zustimmung enorm hoch. Weit über 50%, in 70%, 80% der Befragten sagen, ja, genau das wollen wir. Also wenn wir denen sagen, hier, seid ihr damit einverstanden, dass wir die Parkplätze bei euch vor der Tür wegnehmen, dann ist der Widerstand groß, dann sind wenige dafür. Aber wenn wir sagen, was wir dafür geben, und ich glaube, das ist so die Schlussfolgerung aus den Beispielen, das ist, was der Heiner Munam auch kennt, wo er meinte, wenn wir differenziert mit den Leuten sprechen, dann passiert da auch was. Weil das sind ja Vorteile, die wir alle davon haben. Oder gerade in solchen Quartieren, wo man gute Alternativen hat, andere Verkehrsmittelangebote, da macht das sehr viel aus. Und ich glaube, alle waren von diesen Ergebnissen sehr überrascht. Nicht nur die Wissenschaftler, die das begleitet haben, Wissenschaftlerinnen, sondern ich glaube auch die Planer und Planerinnen waren davon überrascht, weil die normalerweise eigentlich nur am Telefon sitzen und die wütenden Anwohner hören, die sich darüber beschweren, dass da schon wieder ein Parkplatz weggekommen ist. Da muss ich einerseits zustimmen, Radfahren von 8 bis 88 müssen alle können, so heißt das in NRW.
Andererseits, ich glaube, es reicht nicht allein durch gute Beispiele, weil vielleicht auch nur, weil ich beim VCD bin und wir beim VCD horten diese Beispiele in tausend Datenbanken, wie es funktioniert, wie es gut aussehen könnte. Ich meine, es ist wichtig, Beispiele, wichtig ist zu visualisieren an der jeweiligen Stelle, aber wir brauchen auch Druck. Druck natürlich durch Veranstaltungen wie diese, durch die Zivilgesellschaft, und es wird nicht umhinkommen, es ist nicht unser Geschäftsmodell, wir brauchen den Druck der Gerichte. Weil nur wenn die irgendwann sagen, dass diese ganzen Straßenbauvorhaben, die jetzt noch in Planung sind, dass die mal gefälligst eine Klimabilanz machen und dass der Bestandsschutz im Planungsrecht automatisch nicht mehr fortgelten kann. Also wir werden auch die Gerichte brauchen, indem man gezwungen wird, ein CO2-Budget auf den verschiedenen Ebenen auszuweisen. Also einmal das. Ich würde auch mit Heiner Monheim auf manche Verwaltungen schimpfen, die immer sagen, wir machen mal so weiter und wir haben eigentlich da gar keine Zeit dafür. Und da wünsche ich mir von mancher Politik und Verwaltung, dass man, naja, man kann manche Abteilungen auch mal schließen und sich dann neu bewerben lassen auf Stellen in der Verwaltung zum Thema Verkehrswende. Das ist unbeliebt, das dauert, aber wir haben nicht beliebig mehr Personal. Wo soll das denn herkommen? Also von daher muss man sich umorientieren. Und zum Thema Bewohner, wir vom VCD sagen auch, wir wollen die Verkehrswende, wir wollen Menschen begeistern zu mitmachen. Wir moderieren auch überall, wo sich die Gelegenheit bietet. Wir brauchen trotzdem gute Beispiele, Visualisierung und auch Themen. Da gibt es ein Thema wie Lärmschutz. Damit lassen sich alle überzeugen, egal welche Partei sie wählen. Und das muss mehr eingefordert werden. Auch der Grundsatz Anwohner first, Durchfahrer second. Und das ist ja bei Kommunalwahlen so. Eigentlich haben die es zu sagen, die da wohnen. Und deswegen, ich finde, wir brauchen mehreres. Wir brauchen gute Beispiele. Wir müssen drüber reden. Die Verwaltungen müssen sich mehr trauen. Und wir müssen auch mal nicht immer so perfekt sein, sondern man kann ja auch mal eine Linie ziehen. Das machen sie in New York, ganz anderer Rechtskreis. Ich weiß, das machen sie anders. Also da, wenn ich da sehe, dass manche dann nur diese, ich nenne die immer so ein bisschen Verkehrstaliban, die ERA, diese Richtlinien rauf und runter beten, was sie dürfen und was nicht. Wir dürfen auch gerne mal ein bisschen pragmatischer sein. Also es gibt keine einfache Lösung. Natürlich nicht. Professor Monheim, was sagen Sie, wie weit muss, Sie sagen ja, man muss die Menschen gar nicht überzeugen, die meisten wollen es, aber wie wichtig wären gute Beispiele in den Städten? Corona hat uns doch eines gelehrt. Ganz viele Gastronomen, die schon seit es das Rauchverbot gab, gesagt haben, jetzt müssen ja die Raucher vor die Türe. Wie mache ich denn mit denen Geschäft vor der Türe? Also gab es Tausende von Anträgen, Hunderttausende von Anträgen deutschlandweit, Tische und Stühle vor die Türe zu stellen. Da haben die Gastronomen gesagt, bisher haben wir 6 Stellplätze hier vorne, weg damit, da sollen Tische und Stühle hin. Also Corona hat uns doch gelehrt, dass die Rückeroberung des öffentlichen Raumes ein ernstes Anliegen ist und der Gastronom hat ein geschäftliches Interesse. So, also was muss uns gelingen? Es muss uns gelingen, der Bevölkerung mit guten Bildern, guten Beispielen deutlich zu machen, dass es am Ende schöner wird. Mit Blick auf die Grünen, die ja, ich sag mal, vor einiger Zeit immer mit dem Verbotspartei-Klischee belegt wurden, die haben Gestaltungsideen, wie es am Ende besser funktioniert, wie es sicherer ist, wie es schöner ist und wie es ökologischer ist. Also wir müssen das, was wir den Leuten zurückgeben, was wir den Kindern an Spielmöglichkeiten in der Stadt geben, alles das müssen wir thematisieren und wir dürfen nicht nur immer die Frage mit dem Autoverkehr im Auge haben. Dankeschön. Da ich ja wusste, dass es kommt, habe ich mal mitgebracht den Erreichbarkeitsindex der Allianz pro Schiene pro Bundesland. Das hier, das zweitbeste Land, ist Hessen. Wir haben immerhin für 96,6% der Bevölkerung eine Busstation in maximal 600 Metern beziehungsweise eine Bahnstation in maximal 1200 Metern Luftlinie mit einer Haltestelle, wo mindestens 20 Abfahrten am Tag sind. Und sowas fällt nicht vom Himmel. Ich meine, im Vergleich, das schlechteste Land ist Mecklenburg-Vorpommern mit 78,9 und das zweitschlechteste ist Bayern mit 82,4. Und das zeigt sich schon, dass politische Arbeit sozusagen auch was verändert. Ja? Wir haben beispielsweise im Nordhessischen Verkehrsverbund das Projekt Jedes Dorf, jede Stunde, was genau das erreichen soll, dass man wirklich ein verlässliches Grundgerüst hat. Ich meine, in Frankfurt lacht man über einen Takt von einer Stunde, aber da wäre es in vielen Bereichen ein echter Fortschritt. Wir sind da auch schon ganz gut vorangekommen, aber jetzt will ich auch mal sagen, das Negative sagen, das wird nicht funktionieren ohne zusätzliche Mittel. Das kostet Geld. Das kostet Geld. Und
Wir haben in Hessen in den letzten Jahren deutlich mehr bereitgestellt. Ich will das vielleicht auch mal sagen. Mittel für die Verkehrsverbünde 2014, als ich ins Amt kam, waren 650 Millionen Euro. Dieses Jahr sind es 988 Millionen Euro. Und wenn ich sagen, die 20 Millionen für Schülerticket obendrauf mache, sind wir schon über eine Milliarde. Vor 8 Jahren war es 0 Euro Landesmittel. Dieses Jahr sind es 150 Millionen Landesmittel. Also wir gehen auch selbst in die Verantwortung. Aber wenn das nicht, deswegen kämpfen ja die Länderverkehrsministerinnen und Minister so sehr darum, dass die Regionalisierungsmittel erhöht werden. Wenn das nicht vom Bund auch mitgetragen wird, dann wird es nicht funktionieren. Es kann nur funktionieren, wenn alle gemeinsam, Bund, Länder und Gemeinden, an diesem Ziel arbeiten. Und dann kann man auch, kommt man auch Schritt für Schritt voran. Und deswegen will ich auch mal sagen, Stichwort, momentan diskutieren ja alle über Nachfolgeregelung 9-Euro-Ticket. Ich bin sehr dafür, dass es da eine Nachfolgeregelung gibt. Die wird teurer sein als 9 Euro, aber sie muss weiterhin attraktiv und bezahlbar sein. Aber das schönste Ticket nützt nichts, wenn das Angebot nicht stimmt. Deswegen müssen wir das Angebot, das jetzige, finanzieren. Wir müssen das Geld haben, um es auszuweiten und ein attraktives Ticketangebot haben. In diesem Dreiklang, dann kann es funktionieren. Seit, ich glaube, das Buch Die autogerechte Stadt ist von 1959. Ja, wir haben jetzt quasi 60 Jahre lang, über 60 Jahre lang Menschen daran gewöhnt, dass sozusagen das in Anführungszeichen die Fortbewegung ist. Und natürlich müssen wir gegen die Gewohnheiten anarbeiten. Das ist das Schwierigste. Menschen sind Gewohnheitstiere. Sie müssen ihre Gewohnheiten auch teilweise ändern und müssen dann auch sehen, was das für sie Positive ist. Und wenn wir jetzt gerade über beispielsweise das 9-Euro-Ticket reden, was ja ein Riesenerfolg ist, sind millionenfach verkauft worden. Die Bahnen, die Busse waren teilweise sehr viel voller, teilweise sogar als vor Corona. In einem Bereich, wir warten mal ab, wie die wissenschaftlichen Untersuchungen am Ende laufen, aber ich glaube, das kann man schon sagen, die, für die es aber ursprünglich mal gedacht war, nämlich die Berufspendlerinnen und Berufspendler, die montags bis freitags morgens in die eine und nachmittags in die andere Richtung waren, haben es vergleichsweise unterdurchschnittlich genutzt. Und das waren diejenigen, die früher immer gesagt haben, ja, wenn es günstig wäre, würde ich es ja nutzen. Jetzt sagen sie, das Angebot stimmt nicht. Also natürlich müssen wir auch an den Gewohnheiten der Leute arbeiten. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe als Gesellschaft. Herr Monam, ich zeige nochmal zusammen, was wir jetzt eingangs gesagt haben, was Sie den Menschen mitgeben. Aber was nehmen Sie erstmal mit vom heutigen Tag hier? Ja, zuallererst mal, wenn sich so viele Menschen für die Verkehrswende engagieren, dann kann sie gelingen. Weil es kommt darauf an, dass Menschen das zu ihrer Aufgabe machen und am Ende Politik auf den unterschiedlichen Ebenen, Verwaltungen, sozusagen Verantwortliche, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger sich dafür einsetzen. Und ich merke schon in den letzten Jahren, dass das Thema Verkehrswende, dass die Leute sagen, wir wollen sozusagen uns anders fortbewegen, dass es eine Fairness gibt, dass wir über die Aufteilung des öffentlichen Raums diskutieren, dass das etwas ist, was immer mehr Menschen umtreibt. Und das macht mir Mut. Und ich glaube, mit diesem Mut, weil ohne diesen Mut kann man auch nichts verändern, sollten wir in die nächsten Wochen, Monate und Jahre gehen. Mein Name ist Katalin Schari. Ich bin im Bundesvorstand von Fuß e.V., dem Fachverband für Fußverkehr Deutschland. Ich bin aber auch Hessin und als solche auch Vertrauensfrau für das Volksbegehren. Und seit knapp 3 Jahren sind wir dabei, diesen Prozess anzugehen. Seit einem Jahr haben wir jetzt gesammelt. Und wir haben gesammelt dafür, dass der Verkehrsraum, der Stadtraum für alle Menschen, egal mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind, gleichermaßen gut und sicher und attraktiv nutzbar ist. Das heißt, Fußwege müssen breit sein, müssen frei sein, müssen barrierefrei sein. Das sind sichere Schulwege für die Kleinen, das sind aber auch sicher nutzbare Wege für Menschen mit Kinderwagen oder Rollator oder sonst wie Gepäck. Dafür braucht es aber Voraussetzungen. Dafür brauchen wir engagierte Kommunen, dafür brauchen wir eine Landesregierung, die eben ihren Kommunen auch das nahe bringt, sei es durch Wissensvermittlung, sei es durch die entsprechende gesetzliche Rahmenbedingung. Ich denke, Stefan, das macht es doch sichtbar, oder? Und wenn wir diesen Platz von außen nach innen vermehren, verteilen, denn der Platz ist nicht vermehrbar, wir haben nur den Platz zwischen Hauswand und Hauswand, dann wird automatisch klar, der Platz für ein besseres Verhalten für Fuß und Rad bedeutet,
weniger für den Autoverkehr. Aber ich mache zugunsten von denen, die zu Fuß und für den Rad unterwegs sind, denen müssen wir etwas geben. Und das ist unser Ziel für diese Verkehrswende. Und wir sehen ja auf dem Plakat ganz deutlich, in ganz Hessen, es gibt nur ganz wenig Kommunen, und auch das ist nicht sicher, denn wir haben noch einen Karton gefunden, der ist nicht drauf. Handys, sondern man sieht nichts. Oh, zwei haben wir schon mal, 232 haben wir. Mal schauen. Und jetzt wird es ganz spannend, was steht vorne? 70.232 Unterschriften haben wir gesammelt. Vielen, vielen Dank. Ja, Herr Minister. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt ein Jahr Unterschriften gesammelt haben und diese wirklich sehr hohe Zahl erreicht haben, die deutlich über dem 1% ist. Formal wird jetzt der Landeswahlleiter prüfen, ob das auch beglaubigte Unterschriften sind. Aber ich gehe mal davon aus, bei dieser Zahl ist der erste Schritt auf jeden Fall erreicht. Respekt für all diejenigen, die ein Jahr lang gesammelt haben, für diejenigen in den Initiativen, die sich ehrenamtlich engagiert haben, die viel ihrer Zeit investiert haben, weil sie die Verkehrswende wollen.